dass ich sehe, wie wir unsere Wirtschaft nachhaltig hochfahren können. Am Freitag habe ich Ihnen bereits präsentiert, dass wir mit 10 Euro jedes Unternehmen unterstützen für jeden Test, den Sie durchführen. Und ich möchte bei Ihnen hier nochmal betonen, dass diese 10 Euro für jeden Betrieb zur Verfügung stellen, der die Voraussetzungen erfüllt für die Testungen und dass eben nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getestet werden, sondern mir ist es nochmal wichtig, dass auch bei den mittelgroßen Unternehmen ganz klar ankommt, dass auch Kunden getestet werden können, Geschäftspartner, Bewohner der Gemeinde oder einfach, wenn ein Unternehmen sagt, es ist mir wichtig, dass ich einen Beitrag leiste, dass sie das organisieren können, dass sie für jeden durchgeführten Test diese 10 Euro bekommen. Damit sind wir auch einzigartig in Europa. Es gibt zum Beispiel auch in Deutschland nicht. Da gab es ganz klar von Wirtschaftsforschern auch die Aufforderung an die deutsche Regierung, dem auch nachzuziehen. Ich bin der Meinung, dass das ein wichtiges Mittel ist, die Teststraßen, die öffentlichen sowie die Apothekentestungen zu ergänzen. Und wir unterstützen damit jeden Test. Und ich möchte Ihnen einen Zwischenstand von heute geben. Es haben sich bereits über 200 Unternehmen angemeldet, hier dabei zu sein. Die kleineren unter 50 Mitarbeiter brauchen sich nicht anmelden. Sie brauchen die Daten nicht eingeben. Los geht's ab 15. Februar mit den Unterstützungen, also ab kommenden Montag. Das ist ein wichtiger Punkt, auch für den Wirtschaftsstandort, für die Unternehmen und für die Konjunktur spielen die Infektionen ja eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Wenn wir uns anschauen, was das WIFO heute präsentiert hat mit ihrem finalen Konjunkturbericht, so sehen wir, dass die Summe des BIPs im 2020er Jahr um 7,4% gesunken ist. Das ist natürlich dieser Weltwirtschaftskrise geschuldet. Wir sind hier keine Insel der Seligen, sondern wir sind ganz stark vernetzt mit anderen Märkten. Dennoch haben wir 3 Stützen, die uns in dieser Phase in der Wirtschaft geholfen haben und die Wirtschaft auch am Laufen gehalten haben. Und diese 3 Säulen sind ganz klar Industrie, die Bauwirtschaft und auch der Export. Lassen Sie mich ein wenig auf diese 3 Säulen eingehen. Die erste Säule Industrie. Die Industrie hat eine Aufholjagd hingelegt in diesem 4. Quartal. Sie ist sogar in einem leichten Plus von plus 1%. Und diese Aufholjagd hat sich so ausgezahlt, dass sie im Moment bereits auf dem Vorkrisenniveau sind. Uns war ja immer wichtig, dass wir die Industrie offen halten können. Das ist uns während der gesamten Pandemie in den letzten 12 Monaten entsprechend gelungen. Ein weiterer Index, der auch zeigt, dass es ein wenig bergauf geht, vor allem in diesem produzierenden Bereich, ist der sogenannte Einkaufsmanager-Index. Dieser Index liegt jetzt bei 54,2 Punkte. Jetzt könnten Sie fragen, naja, was bedeutet das 54,2 Punkte? Und das bedeutet, dass das der höchste Wert ist seit 2 Jahren für Österreich. Die Industrie hat also nicht nur das Bruttoinlandsprodukt im Krisenjahr stark gestützt, wofür ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanke, die durchgehalten haben und die gesamte Zeit über produziert haben. Die Industrie sichert auch 450.000 Arbeitsplätze in Österreich und ist damit ein zentraler Beschäftigungsfaktor. Ich möchte Ihnen auch noch sagen, dass die Industrie im Moment in unterschiedlichen Bereichen Fachkräfte sucht. Also es gibt Arbeitsplätze, die dort vorhanden sind. Lassen Sie mich 3 Beispiele geben. KTM, die Welser Profile oder auch die Knill-Gruppe. Alle diese Industrieunternehmen suchen im Moment Beschäftigte und bieten Arbeitsplätze auch an.